StupiFlix Videomaker. YouTube stellt mit dem StupiFlix Videomaker ein Tool bereit, mit dem Sie schnell und einfach eigene Videos aus eigenen Bildern und Musik erstellen können. Geben Sie in die Adresszeile die Adresse youtube.com/create ein und bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste. Klicken Sie unter StupiFlix Videomaker auf die Schaltfläche Video erstellen. Je nachdem, welche Art von Video Sie erstellen wollen, klicken Sie auf einen der drei Vorschläge. Wählen Sie beispielsweise Top 10 aus. Klicken Sie auf den Button Make a Video, um den Videoeditor zu starten. Doppelklicken Sie auf das T-Symbol, um eine Videotitelfolie zu erstellen. Geben Sie hernach den gewünschten Videotitel an und klicken Sie auf die Schaltfläche Done. Um Bilder oder Videos in den Editor zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche Add Images und wählen den Eintrag Upload Images and Videos aus. Im nächsten Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche Upload Images and Videos. Wählen Sie nun die Mediendateien aus, die Sie in den Editor laden wollen. Markieren Sie zu diesem Zweck die gewünschten Bilder und klicken Sie im Anschluss auf die Schaltfläche Öffnen. Wollen Sie auch eine Audiospur hinzufügen, können Sie dies durch einen Klick auf Add Audio bewerkstelligen. Sie können entweder Musik aus der YouTube Music Lounge oder von Ihrem Computer verwenden. Wählen Sie zum Beispiel die Option Upload Audio, um Musik von Ihrem eigenen Computer hochzuladen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Upload an Audio File wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit Öffnen. Und klicken Sie auf das Settings-Symbol, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Hier können Sie die Übergänge definieren und Farbschemen wählen. Klicken Sie auf den Pfeil bei Transitions, um zwischen verschiedenen Übergängen wählen zu können. Außerdem können Sie, wie erwähnt, ein Farbschema wählen. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Done. Danach wählen Sie die Schaltfläche Publish to YouTube, um das Video auf YouTube freizugeben. Videos mit bis zu einer Minute Länge können Sie kostenlos auf YouTube freigeben. Wollen Sie längere Videos erstellen oder eine höhere Qualität erreichen, müssen Sie sich für die Premium-Option entscheiden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export, um das Video zur Verarbeitung freizugeben. Nach der Verarbeitung werden Sie automatisch zum Video weitergeleitet. Um dem Video einen Titel zu geben, klicken Sie auf Videodetail Bearbeiten und geben anschließend einen Titel Ihrer Wahl ein. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um den Videotitel zu speichern. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und anschließend auf Meine Videos, um zu all Ihren Videos zu gelangen. Um ein Video abzuspielen, klicken Sie einfach auf den Titel.